Lynn, ja? Möchtest du die Kette annehmen? Sehr gerne. Steht dir gut. Danke. Passt zu deinem Schuh. Jess. Ja? Wie sieht's bei dir aus? Willst du noch ein bisschen länger bleiben? Unbedingt. Ja? Ja. Alena, ich würde dir sehr, sehr gerne eine Kette geben. Nehmen Sie sehr gerne an. Ja. Ja, steht mir, glaube ich, ganz gut. Als sie an mir vorbeigegangen ist, sag ich so, was? Ich hab doch gerappt. Hi, Lucy. Hi, Madeleine. Ja, hatten heute ja noch nicht so richtig. Noch gar nicht, leider. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht dann noch mal quatschen. Ja? Magst du die Kette? Voll gerne. Dankeschön. Nina. Ja? Magst du die Kette annehmen? Voll gerne. Ja? Sehr schön. Dankeschön. Alina, ich würde mich sehr freuen, wenn du noch ein bisschen bleibst. Da ist mir ein bisschen das Herz stehen geblieben, weil Evo übersprungen wurde und keine Kette gekriegt hat. Und dachte, nein, die Arme. What? Ich bin jetzt raus, really? Rahel, magst du die Kette annehmen? Ich würde mich sehr freuen, sehr gerne. Ja. Die bleibt dran. Nathalie. Yes. Schön. Vielen lieben Dank. Gerne. Ja. Das war so schlimm für mich. Also ich hatte echt Angst. Magst du eine Kette haben? Sehr gerne, ich würde mich sehr freuen. Ich habe mich schon wirklich Richtung Deutschland fliegen sehen. Jetzt ist die Anspannung ein bisschen weg und jetzt denkt man sich so, okay, Restart. Nora? Mhm. Scheiße, jetzt vorbei. Nora? Ich würde dir auch gerne eine Kette geben. Magst du die annehmen? Ja, sehr gerne. Ja. Ich bin sehr happy, dass ich noch hier bleiben darf. Daisy? Ja. Wie sieht es bei dir aus? Sehr, sehr gerne. Ein bisschen Augenkontakt noch, ein bisschen üben und so. Machen wir noch. Ja? Ja, wir haben ja genügend Zeit. Ja, perfekt. Danke. Gerne. Ich habe die Kette bekommen und die werde ich jetzt auch nicht mehr so schnell weggeben. Kim, magst du eine Kette haben? Sehr gerne. Ja? Das ist schon schön, ein schönes Gefühl. Erleichterung. Maria, du hast ja schon so schöne Ketten um. Magst du noch eine dazu? Ey, safe. Sehr gerne. Sehr gut. Ich hab die Kette! Jetzt. Alle Ketten sind vergeben. Melanie, Aysun, Ebru und Lilly sind leer ausgegangen. Ich würde jetzt gerne die vier, die keine Kette haben, einmal nach vorne bitten. Also Lilly bitte einmal, Ebru, Aysun und genau, Melanie. Nee, ey, ich will jetzt nicht wieder raus, weil sie gefällt mir ja auch. Für mich wäre es sehr, sehr traurig, wenn ich heute Nacht gehen müsste. Es wäre auf jeden Fall richtig scheiße, am ersten Abend nach Hause zu gehen. Ihr werdet morgen die Villa verlassen müssen. Um mit mir dann auf das erste Date zu gehen. Ja, ich freue mich, dass ich noch drin bleiben darf. Jetzt gehe ich morgen auf ein Date. Für mich geht's weiter. Die Prinzessin hat mich echt zappeln lassen.